Herzlich willkommen zur Fachdental in Leipzig. Das ist die erste Herbstmesse, die erste Dentale Herbstmesse in diesem Jahr, im Jahr 2013. Wir haben mit neuen Produkten auf eine gesetzliche Änderung oder auf eine Empfehlungsänderung des Robert-Koch-Institutes reagiert. Es sind Flächen- und Instrumenten-Desinfektionsprodukte, die eine vollvirozide Wirksamkeit haben. Das heißt, sie wirken nicht nur gegen die behüllten Viren, sondern auch gegen die unbehüllten Viren, die weitaus schwieriger abzutöten sind. Und das ist eben unser vollvirozides Produktprogramm mit der grünen und der blauen Linie, die wir jetzt in diesem Jahr dann komplett als Systempackung eingeführt haben. Unsere vier Produkte für die vollvirozide Desinfektion, zum einen unsere blaue Linie mit der Instrumentendesinfektion, das ID213 und das ID220, dort speziell nochmal für die Bohrerdesinfektion, sowie die beiden Flächendesinfektionsprodukte, das FD300 für die Fußböden zur Desinfektion und das FD333 als Schnelldesinfektion für die Desinfektion zwischen dem Patientenwechsel. In Kooperation mit zwei weiteren Firmen aus der Dentalbranche hat Dürr Dental mit der Firma W&H und der Firma Enritec auf die neuen Anforderungen der RKI-Empfehlung reagiert und wir haben gemeinschaftlich ein Heft, das ZWP Extra, zusammen jetzt herausgebracht mit dem Ömus Verlag. Und in diesem Heft wird speziell nochmal auf die neue RKI-Empfehlung eingegangen, welche neuen Anforderungen zu erfüllen sind. Zum einen bei der Entsorgung, was eher die Firma Enritec betrifft, aber auch die Aufbereitung von Hand- und Winkelstücken, was vor allem die Firma W&H betrifft, aber eben auch die Anwendung von vollviroziden Produkten bei Instrumenten, was dann vorwiegend die Firma Dürr Dental betrifft, ist gemeinschaftlich in diesem Heft nochmal angesprochen worden und auch noch ein Stück weit ausgeweitet worden, dass dort auch Fragen zur Begehung der Zahnarztpraxen abgehandelt werden und wie die Hygiene insgesamt in der Zahnarztpraxis im besten Falle abzulaufen hat.